keine Erfahrung und ich werde die auch nicht sammeln, wie viel verbraucht der im reinen Benzinbetrieb, wie macht sich das Hybridsystem und so weiter. Das ist jetzt im Moment für mich in diesem Test vollkommen unerheblich. Interessiert mich nicht. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Super, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ihr habt das Titel dieses Videos gesehen. Es geht um Plug-in-Hybride. Einige von euch werden jetzt sicherlich sofort die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, was macht der Julian? Erst bringt er uns irgendein Video von Hybriden, dann bringt er uns jetzt auch noch ein Video von den Plug-in-Hybriden. Was ist denn in denen Gefahr? Was ist in mich gefahren? Ganz einfach, ich habe Interesse. Ich möchte es kennenlernen. Ich bin bisher noch keinen Plug-in-Hybriden gefahren. Ich bin viel mit dem Prius unterwegs gewesen. Ich fahre ganz viel mit der Zoe, das ist völlig klar. Aber irgendwie das Thema Plug-in-Hybrid, das ist ja ein Thema, was wahnsinnig irgendwie polarisiert. Die einen sagen, das ist eine tolle Geschichte, ich kann elektrisch fahren und ich habe aber auch die volle Freiheit irgendwie im Alltag, ich muss mich nicht um Ladestationen kümmern und so weiter und so fort. Und die anderen sagen, das ist absolutes Teufelszeug, wie kann es überhaupt Plug-in-Hybride geben, das geht gar nicht, das sind Schummel-Elektroautos, die haben das E-Kennzeichen nicht verdient, die bringen nicht die Reichweiten und so weiter und so fort. Ich bin der Meinung, lass uns doch einfach mal ganz pragmatisch an die Geschichte rangehen und einfach mal gucken, was passiert. Lass uns also nicht dogmatisch an die Geschichte rangehen, sondern einfach mal gucken, wie verhält sich eigentlich so ein Plug-in-Hybride. Okay, ich will einfach mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Ich habe das Fahrzeug jetzt über das Wochenende und auch noch den Montag zur Verfügung, was es so gibt. Was habe ich vor? Ich habe vor, mit dem Fahrzeug heute und morgen unterwegs zu sein und ganz normal mit dem Fahrzeug unterwegs zu sein, was mir persönlich sehr schwer fällt, weil ich mir angewöhnt habe, eine, denke ich, sehr vorausschauende und effiziente Fahrweise. Ich habe das Fahrzeug vor ungefähr einer halben Stunde übergeben bekommen, bin auch noch gar nicht viel gefahren, bisher knappe 5 Kilometer. Die Elektroautofahrer, natürlich auch ich, kriegen erstmal einen Schock, wenn sie auf die prognostizierte elektrische Reichweite schauen. Die begann nämlich bei 39 Kilometer, sank dann relativ schnell ab, als wir die Heizung eingeschaltet haben. Wir heizen nämlich elektrisch in diesem Wagen. Habe ich schon gesagt, dass es ein BMW 530e ist? Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es nicht gesagt. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe eine sehr schöne Einleitung zu dem Fahrzeug bekommen. Vielen Dank an den Herrn Frommann von Ritter und Schnauz, hat da wirklich gut gemacht. Will nochmal sagen, wir bekommen kein Geld dafür. Wir dürfen auch negativ darüber bewerten und was schlecht ist, das werden wir auch sagen. Ich habe jetzt nur ein Schuko-Ladekabel mitbekommen. Ich werde aber zu Hause bei mir an der Wallbox mit meinem Kabel, Ladekabel von der Zoe laden. Das heißt, da kann ich die gigantische Ladeleistung von 3,7 kW auch voll ausnutzen. Die Rekuperationsleistung oder das Gefühl, wie stark der Wagen rekuperiert, kann ich sagen, ist sehr, sehr gering. Ist mir auch so gesagt worden, ist sehr gering. Ja, ansonsten, ich werde mich noch ein bisschen durch die ganzen Angaben hier irgendwie durchklicken. Aber entscheidend ist nachher letztlich, was kommt dabei rüber. Wie viel verbrauchen wir denn wirklich? Und ja, das soll es mal erstmal bis zu der Stelle gewesen sein. Ich melde mich dann später nochmal, wenn ich ein bisschen mehr gefahren bin und ein bisschen mehr Eindrücke sammeln konnte. Jetzt geht's los eigentlich mit der ersten richtigen Testfahrt. Es ist eigentlich schon viel zu spät. Ich wollte schon viel früher losfahren. Es ist 19.25 Uhr. Ihr könnt sehen, es ist stockduster, deswegen halte ich mich auch relativ kurz. Ich werde jetzt meine Tochter abholen von der Konzertprobe und das sind so 1, 2, 3 Kilometer hin und zurück. Und wenn das erledigt ist, dann fahre ich nach Berlin rein zu IKEA und mal gucken, ob das alles klappt. Wir sind jetzt die Startvoraussetzungen. Das sieht jetzt so aus, dass mir der BMW also anzeigt, er hätte 39 Kilometer elektrische Reichweite zur Verfügung. Und ich bin mal echt jetzt sehr gespannt, ob das klappt, ob wir diese Strecke komplett rein elektrisch zurücklegen werden und melde mich dann, wenn wir bei IKEA angekommen sind. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, bin bzw. war ich jetzt bei IKEA. Leider erfolglos. Die Fahrt hierher mit dem BMW 530e war problemlos, aber andererseits irgendwo auch erschreckend, was das Ding an Strom verbraucht. Es waren knapp etwa 17 Kilometer von mir aus und der angezeigte Verbrauch war 25,8 Kilowattstunden. Das ist natürlich, wenn man so eine Zoe, ist gerade sehr laut,
wenn man eine Zoe gewohnt ist oder ein anderes effizientes Elektroauto, schon ganz schön heftig. Klar, ich meine, wir haben jetzt keine Laborbedingungen hier, wir haben es ungefähr 3 Grad. Es ist nass, es regnet, die Heizung war an, allerdings auch nur auf der Fahrerseite. Also keine idealen Bedingungen, aber der Verbrauch ist schon ordentlich, ja. Haut schon irgendwie ganz schön rein. Ja, ich habe den Wagen jetzt zum Laden angeschlossen. Hier bei IKEA war es nicht möglich, weil die Ladesäulen entweder alle besetzt waren oder eben, ich drehe mal kurz die Kamera, dann könnt ihr das auch gleich sehen. Ich hoffe zumindest, dass ihr es sehen könnt, obwohl es dunkel ist. Oder eben auch mal wieder Carsharing-Fahrzeuge hier dran stehen, die nicht laden und die noch nicht mal angeschlossen sind, was ich ja immer besonders ärgerlich finde. Ich bin jetzt in der Zwischenzeit wieder ins Auto zurückgekehrt, war jetzt eine Stunde lang bei IKEA, habe noch eine Kleinigkeit gegessen und am Auto zurückgekehrt. Ich versuche es mal euch zu zeigen. Ich hoffe, dass die Kamera das einigermaßen einfangen kann. Können wir also sehen, wir haben jetzt 10 Kilometer etwas über einen, also 11 Kilometer Restreichweite haben wir wieder dazugeladen in einer Stunde. Das an 16 Ampere. Wenn man jetzt voll laden möchte ab hier, wir sind jetzt so ungefähr bei 80% Ladestand, dann würde das bis 22.03 Uhr dauern. Und das bedeutet, wir haben es jetzt 21 Uhr. Ich müsste also jetzt für eine Vollladung nochmal hier eine Stunde stehen. Das mache ich natürlich nicht, weil dafür ist mir dann schlicht und einfach auch die Zeit zu schade. Aber es wird jetzt auch reichen, um entspannt nach Hause zu fahren. Ja, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Die Strecke war 16,2 Kilometer. Zack, zack. Der Verbrauch liegt also jetzt bei 24,6 Kilowattstunden. Ich bin heute 46 Kilometer gefahren. Die Durchschnittsgeschwindigkeit 25 Kilometer pro Stunde. Also das mehr, viel mehr ist im Stadtverkehr also auch überhaupt gar nicht möglich. Ihr seht, dass jetzt die Reichweite, die hier, ich gehe mal hier rum mit der Kamera, dass die Reichweite jetzt also von 30 auf 14 Kilometer geschrumpft ist. Das heißt, wir haben sozusagen 16 Reichweitenkilometer verbraucht bei 16 Kilometer Strecke. Das kommt also sehr gut hin. Das gefällt mir sehr gut, dass diese Anzeige da sehr genau ist. Ansonsten muss man sagen, ich zeige euch mal so ein bisschen was vom Interieur hier vom BMW, auch wenn es jetzt dunkel ist. Dieses Fahrzeug ist selbstverständlich über jeden Zweifel erhaben, was Verarbeitungsqualität und Fahrkomfort angeht. Also da gibt es wirklich also überhaupt nichts zu deuteln. Wer auch immer nur versuchen wollte, sowas hier mit der Zoe oder ähnlich zu vergleichen, der würde sicherlich Schiffbruch erleiden. So, wir haben es jetzt Sonntag und wie ich schon angekündigt habe, beginnt heute sozusagen die Fahrerei mit dem BMW 530 e iPerformance im Eco Pro Modus. Vorher zeige ich euch nochmal die aktuellen Werte. Ich bin also jetzt gefahren, Moment, ja, ich bin jetzt also gefahren knappe 90 Kilometer, 98,1 Kilometer. Die aktuelle Reichweite, wenn das Auto voll aufgeladen wäre, wäre 39 Kilometer. Ich bin mir im Moment ehrlich gesagt nicht sicher, warum das Auto gar nicht voll aufgeladen ist, denn es war eigentlich angesteckt. Und der aktuelle Verbrauch, den zeigt er jetzt komischerweise gar nicht an. Ist ja interessant, warum er den jetzt hier nicht anzeigt. Der lag bei etwas über, der müsste eigentlich hier unten angezeigt werden, hier. Wahrscheinlich macht er das nur in der Fahrt. Der lag bei knappen 26 Kilowattstunden. Und was ich jetzt machen werde, ist, dass ich jetzt hier in dem Wagen den Eco Pro Modus aktivieren werde. Und in diesem Modus versucht das Fahrzeug also jetzt so effizient wie möglich unterwegs zu sein. Unter anderem das Ansprechverhalten des Gaspedals und auch die Klimatisierung wird jetzt ein bisschen angepasst an besseren Verbrauch und wir gucken einfach mal, wie sich das jetzt so bemerkbar macht. Jo, ich habe es jetzt also geschafft, alle Einstellungen zurückzustellen auf 0. Ich bin ja sonst kein BMW-Fahrer, das heißt, ich habe dafür ein bisschen länger gebraucht.
Okay, also wir sind jetzt drin im Eco-Pro-Modus. Was hat sich verändert? Ich bin mal gespannt, ob ich irgendwelche Veränderungen jetzt merke. Die angezeigte Restreichweite ist um 2 Kilometer immerhin angestiegen. Und dann lassen wir uns jetzt mal überraschen, wie sich das so gibt. Was mich jetzt ein bisschen gewundert hat, ich habe es gerade schon angesprochen, ist, dass das Fahrzeug nicht vollgeladen war, obwohl ich es über Nacht an der Ladestation angeschlossen hatte. Also entweder habe ich an meiner Ladestation irgendwie den Knopf nicht gedrückt oder aus irgendwelchen anderen Gründen wurde das Fahrzeug jetzt nicht geladen. Das heißt, ich starte in diesen Tag mit ungefähr 52% Restreichweite und also 52% State of Charge, so geschätzt. Das kriegt man ja nicht so hundertprozentig genau angezeigt hier im BMW. Das sieht mehr wie so eine Tankanzeige aus mit 150 und 0%. Und mehr erfährt man eigentlich nicht. Man erfährt auch leider keine Informationen über die Ladegeschwindigkeit oder über den State of Charge in Prozent. Ich finde, die Informationen, die man so als Fahrer bekommt, die sind ein bisschen dünn. Vielleicht bin ich da als Elektroautofahrer auch ein bisschen anspruchsvoller als jemand, der dieses Fahrzeug einfach nur nutzen will. Und ich weiß nicht. Also das war jetzt übrigens das Piepen, was ihr gehört habt, war der Hinweis von dem System, dass ein Stoppschild ist. Das habe ich aber natürlich gesehen und bin auch zum Stillstand gekommen. Also ich glaube, da bin ich als Elektroautofahrer ein bisschen verwöhnter oder auch einfach neugieriger, um ein bisschen mehr zu erfahren. Ja, was sind denn jetzt so bisher aus den ersten knapp zwei Tagen meine Erfahrungen mit dem BMW? Wir sind ja auch gestern jetzt unterwegs gewesen. Also ich kann sagen, es ist klar, das ist ein tolles Fahrzeug. Ja, also ich habe es auch schon angesprochen, was die Verarbeitung und so weiter angeht. Da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und mein Hauptaugenmerk liegt natürlich jetzt hier auf der rein elektrischen Fahrweise. Ich habe es also auch bisher geschafft, auf den 90 Kilometern keinen Liter Benzin zu verbrennen. Das war auch mein Ziel. Will einfach mal gucken, kann man so ein Fahrzeug eigentlich so fahren, wie man ein Elektrofahrzeug im Alltag fährt, nämlich eigentlich alles elektrisch. Bei den Touren, die wir so immer machen, ist das von den Reichweiten her, sollte das also auch überhaupt gar kein Problem sein. Das heißt, ich habe keine Erfahrung und ich werde die auch nicht sammeln, wie viel verbraucht der im reinen Benzinbetrieb, wie macht sich das Hybridsystem und so weiter. Das ist jetzt im Moment für mich in diesem Test vollkommen unerheblich. Interessiert mich nicht. Ich will einfach nur wissen, komme ich in diesen Tagen, die ich dieses Fahrzeug jetzt habe, das ist also heute noch der ganze Sonntag und morgen noch der Montag bis zum Nachmittag, komme ich klar, brauche ich das Fahrzeug nicht zu laden? Beziehungsweise, wie ist so der Alltag, wenn ich so ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug habe und eben immer laden muss? Und da habe ich jetzt gestern schon deutlich gemerkt, man guckt irgendwie schon häufiger auf die Restreichweitenanzeige und wenn man das sonst so gewohnt ist, dass da 200 oder 300 oder im Sommer sogar 400 Kilometer Reichweite stehen und jetzt stehen hier maximal 39, im Moment nur noch 17, ne? Ist das schon irgendwie eine andere Hausnummer. Andererseits ist es auch eine Herausforderung und die ich auch gerne annehme. Kommt man damit klar? Ob so ein Plug-in-Hybrid für jeden Sinn macht? Nein, natürlich nicht. Das ist klar. Das kann man eigentlich jetzt schon sagen. Natürlich macht es nicht für jeden Sinn. Es hängt also ganz, ganz stark davon ab, was erwartet ihr eigentlich von diesem Fahrzeug? Für was soll das Fahrzeug eigentlich da sein? Ich glaube, eins ist schon mal jetzt klar, was man eindeutig sagen kann. Ein Fahrzeug ist nichts für jemanden, der 60.000 Kilometer im Jahr runterschrubbt und das überwiegend auf der Autobahn. Selbst wenn er vielleicht mal im Hotel oder irgendwo mal über Nacht das Fahrzeug an Schuko oder wo auch immer an der Ladestation nachladen kann, ist das ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist Quatsch. Das sollte man lassen. Da sollte man sich dann wirklich entweder ein reichweitenstarkes BEV zulegen oder irgendwie einen wie auch immer gearteten Benziner, der wahrscheinlich auf der Autobahn auch weniger verbraucht als hier der BMW, wenn es einem darum geht. Wenn man aber an die Sache so rangeht, wie ich es auch schon anfangs mal gesagt habe, ich möchte gerne BMW fahren oder ich möchte gerne dieses oder jenes Modell fahren und ich möchte irgendwie in diese elektromobile Welt irgendwie reinschnuppern, dann mag das durchaus ein Einstieg sein. Ob es dann ein Einstieg ist, der einen abschreckt durch das ständige Laden, durch den hohen Verbrauch oder durch die Kosten, die man auch im Elektromodus noch hat, obwohl die natürlich geringer sind als im Benzinmodus, das ist klar. Oder ob man vielleicht dann ganz schnell sagt,
das macht sowieso viel Spaß, elektrisch zu fahren, dann möchte ich gerne einfach mehr. Ich möchte gerne auch mal auf der Autobahn elektrisch fahren und auch längere Strecken und nicht immer nur so kurz. Das ist dann eine ganz individuelle Sache, die kann ich natürlich überhaupt so nicht vorhersagen. Könnt ihr das erkennen? Also ich habe ja auch jetzt meinen Augen nicht trauen wollen. Ich bin jetzt knappe 8 Kilometer mit dem BMW hier gefahren und der Verbrauch, der stürzt quasi ab. Ja, von knappe 26 Kilowattstunden im Normalmodus jetzt hier auf den ersten paar Kilometern, die ich mit dem 530e hier unterwegs bin, liege ich jetzt aktuell bei gerade mal noch 18,4 Kilowattstunden. Das ist ein riesen Unterschied. Ich hätte das also nie für möglich gehalten. Bin also ziemlich beeindruckt jetzt einfach mal von diesem Unterschied. Ja, und wenn ich mir jetzt, man darf auch nicht vergessen, wir haben immer noch nasse Straßen. Hier sind Winterreifen drauf. Das heißt, wenn ich mir das Ganze so ein bisschen in Richtung Sommer vorstelle, das heißt also Sommerreifen, trockene Fahrbahn, insgesamt wärmere Bedingungen, der Akku mehr Leistungsfähigkeit, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man mit dem 530e hier an Verbrauchswerte so an 16 Kilowattstunden pro 100 Kilometer rankommen kann. Und dann kriegt man natürlich auch ganz andere Reichweiten mit dem Fahrzeug. Ja, jetzt kommt gleich das, wovor ich eigentlich, oder was ich eigentlich unbedingt vermeiden wollte, denn es reicht nicht nach Hause. Ich habe noch 1 Kilometer Restreichweite drin. Das heißt, jeden Augenblick wird höchstwahrscheinlich der Verbrennungsmotor dazu schalten. Und das ist halt jetzt das, wo die PHEV-Fahrer sagen, ne, ist doch klasse. Da brauche ich mir jetzt keine Sorgen zu machen, irgendwie nach Hause zu kommen. Und die Elektroautofahrer sagen so, ja, das darf natürlich nicht sein, dass dann für so ein bisschen irgendwie der Verbrennungsmotor anspringt. Na gut, wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Wir sind jetzt bei 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist eigentlich für so ein Auto in der Größe und in der Klasse eigentlich schon sehr vernünftiger Wert. Wollen wir mal gucken. Ich habe jetzt etwas über 1 Kilometer bis zur nächsten Steckdose. Vielleicht klappt das ja sogar. Wer weiß, wie der BMW da reagiert. Ob er noch ein bisschen weiter fährt, wenn man bei Null angekommen ist, oder ob er dann gleich den Verbrennungsmotor anschmeißt. Ob er den Verbrennungsmotor vielleicht vorher erstmal warm laufen lässt. Wenn er schon merkt, ich bin jetzt hier gleich am Ende, dann würde ich jetzt so vermuten, dass er vielleicht den Verbrennungsmotor vorher schon mal ein bisschen anwirft, um dann nicht gleich mit dem kalten Motor auf Leistung zu gehen. Okay, wir sind jetzt bei 0 Kilometer Restreichweite. Wir fahren aber immer noch elektrisch. Okay, mal gucken, wie lange das jetzt noch so geht. Ich versuche natürlich jetzt möglichst effizient irgendwie hier nach Hause zu segeln. Spannend. Immer noch keine Restreichweite mehr, die angezeigt wird. Aber wir fahren noch elektrisch. Bisschen Reku, das ist natürlich minimal. Ah, das ärgert mich jetzt. Also ich will das nicht, aber es wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. 17,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Noch etwa 1,5 Kilometer bis nach Hause. Es wäre natürlich jetzt mega ärgerlich, wenn für 1 Kilometer der Verbrennungsmotor anspringt. Wir sind jetzt schon mindestens 1,5 Kilometer über der 0-Kilometer-Grenze drüber. Also so eine Art elektrische Reserve scheint da schon irgendwie drin zu sein. Können wir nochmal an die Ampel ranfahren, ein bisschen Reku machen. Wie gesagt, der Verbrennungsmotor ist immer noch aus. Vorhin hatte er angezeigt 19 Kilometer Restreichweite. Jetzt sind wir hier bei, haben wir schon 22,6 geschafft. Ich bin jetzt hier in der Tempo 30 Zone, habe natürlich mal jetzt den Tempomat reingesetzt, um möglichst effizient hier dieses letzte Stückchen irgendwie zu schaffen. Er wird ja gar nicht mehr warm auf den letzten Metern, also das wäre ja jetzt wirklich echt totaler Mist, aber ich ziehe es jetzt trotzdem durch, weil ich muss nach Hause.
Will auch ja an die Steckdose. Ich könnte jetzt natürlich noch mal hier 5 Minuten mich an die Ladestation hängen, aber so ein Quatsch, das muss jetzt auch nicht sein. 17,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer zeigt er an. Und immer noch rein elektrisch. Also das geht garantiert auch nur, wenn man jetzt hier so dahin schleicht, wie ich das mache. Und wenn man jetzt irgendwie schneller fahren würde, dann würde das garantiert nicht mehr gehen. Dann würde er garantiert schon längst den Verbrenner angeworfen haben. Von daher ist das natürlich auch wieder nicht repräsentativ. Das ist völlig klar, dieser ganze Test, das ich hier mache, das ist überhaupt nicht repräsentativ. Das bezieht sich jetzt wirklich nur mal so auf meine Bedingungen. Ich schleiche jetzt hier ganz vorsichtig. Ich vermeide jegliche starke Beschleunigung. 23,5 Kilometer, 4,5 Kilometer über der Grenze. Erstaunlich. Ich bin ein bisschen erstaunt. Ich meine, ich kenne es auch von anderen Elektroautos, die dann nach null Reichweitenanzeige auch noch doch noch einige Kilometer weiterfahren. Ich kenne es von meinem alten Ion, da ging das noch so 5 bis 8 Kilometer. Bei der Zoe habe ich es noch nicht probiert, da sollen es sogar 25 sein, habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das tatsächlich stimmt. Das wäre schon viel, ja. Also ich meine, ich schiebe den Wagen auch nach Hause. Würde mich dann irgendwie auch nicht stören. Hauptsache kein Verbrennungsmotor, aber wir müssen es ja jetzt auch nicht übertreiben. Aber wie gesagt, es geht, es läuft. Wir sind gleich bei 24 Kilometern, dann sind wir also 5 Kilometer über der eigentlichen Reichweitengrenze drüber. Sicherlich hat es auch ein bisschen was mit der Batterietemperatur zu tun, 10 Grad draußen. Also die Batterie wird jetzt auch schon sich ein bisschen angewärmt haben über die letzten 24 Stunden. Das ist ja schon seit gestern wieder so warm. Ich denke mal, bei niedrigeren Temperaturen wären wir auch garantiert schon längst im Verbrennerbetrieb. Also ich sehe das schon kommen, dass auf den letzten 5 Metern der Verbrennungsmotor angeht. Ja. Es ist nicht mehr weit. Einmal noch rechts. Immer noch keine Restweichenanzeige. Wo soll die auch herkommen? Immer noch rein elektrisch. Wie gesagt, ich traue mich kaum auf. Ich streichel das Gaspedal. Schleiche jetzt hier dahin. Also wenn das jetzt klappt, das wäre jetzt cool. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das jetzt 9 Minuten schon geht. Also ich hätte gedacht, hier, guckt mal, null und zack, der Verbrenner an und fertig. Also dass ihr jetzt hier 9 Minuten mit mir diese Schleichfahrt hier mitmacht, das finde ich schon echt erstaunlich. So, letzte Einfahrt. Die letzten Meter, da vorne ist die Wallbox. Tak, 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 tak. Es ist geschafft mit 5,3 Kilometer über der Grenze elektrisch angekommen. Erstaunlich, ne? Fast 5 Kilometer, über 5 Kilometer über der angezeigten Nullgrenze und wir haben es elektrisch geschafft. Ich habe es auch schon anfangs erwähnt, es gibt natürlich wahrscheinlich kaum ein Thema bei der Elektromobilität, bei dem die Emotionen so hochschlagen wie bei Plug-in-Hybriden. Und das ist verständlich. Und ich möchte da auch überhaupt niemanden in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Es ist aber sicherlich ganz spannend und das waren jetzt für mich so spannend auch in den letzten knapp 3 Tagen. Wie ist denn nun eigentlich das Leben mit einem Plug-in-Hybriden? Ist es mit einem Elektroauto zu vergleichen? Und dazu habe ich mir eine ganze Menge an Sachen aufgeschrieben. Deswegen habe ich mir auch so ein paar Stichpunkte hier auf Zettel geschrieben. Und bitte wundert euch nicht, wenn ich also ab und zu mal nach unten gucke. Ich möchte einfach versuchen, nichts zu vergessen. Okay, ich fange mal grundsätzlich an. Ich will das in 2 Teile teilen. Ich fange mal grundsätzlich an und sage, so ein Plug-in-Hybride wie hier dieser BMW, das ist nicht grundsätzlich ein schlechtes Konzept, ja. Es kommt aber, jetzt kommt so ein Aber, was eigentlich gar kein Aber sein soll, es kommt sehr auf die Beratung an. Und das finde ich, das ist der entscheidende Punkt, wenn man sich für einen Plug-in-Hybriden interessiert und abwägt,
zwischen den verschiedenen Antriebskonzepten, die man halt jetzt zur Wahl hat, also Benziner, Diesel, vielleicht Erdgas, Plug-in-Hybrid, Hybrid natürlich, Elektro, vielleicht sogar Wasserstoff. Es steht eine große Vielfalt an Antriebsarten zur Verfügung und alle haben so ihre Stärken und ihre Schwächen. Und wie es bei vielen Produkten ist, es muss halt passen. Es muss auf dich passen, damit die ganze Sache Sinn macht. Sinn aus meiner Sicht wäre jetzt nicht, dass man den Elektroantrieb in so einem Plug-in-Hybriden verwendet, um in so einem Sportmodus oder Boost-Modus jetzt hier einfach mal noch mehr Power zu haben. Man muss wirklich sich genau überlegen, wofür will man so ein Fahrzeug eigentlich haben. Die zweite Sache ist die, welche Art Elektromobilität erlebt man denn eigentlich in so einem Plug-in-Hybriden? Und ich habe die Entwicklung seit 2007 aktiv miterlebt. Und wenn man in so einem Plug-in-Hybriden sitzt, dann erlebt man eigentlich zwei Varianten. Nämlich die eine Variante ist die, du erlebst Elektromobilität in einer Art und Weise, wie sie von vielen über Jahre kritisiert wurde. Nämlich geringe Reichweite, zumindest im Vergleich heute zu Elektrofahrzeugen, und sehr lange Ladezeiten. Ja, also dieser Plug-in-Hybrid hier, der lädt also selbst an Typ 2 nur mit knapp mehr als 3 kW. Das heißt, für eine Vollladung muss ich bis zu 4 Stunden einrechnen. Das ist für viele Elektroautos heute nicht mehr Stand der Technik. Ist zumindest bei diesem Wagen hier auch einer meiner größten Kritikpunkte, nämlich das dauert einfach zu lange, das Laden. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, warum man so ein Auto nicht wenigstens mit 7,4 oder sogar 11 kW laden kann, damit man zügig nach einer Stunde wieder ein vollgeladenes Auto hat, erschließt sich mir nicht. Ich glaube, BMW hat hier einen Fehler gemacht, muss ich mal so sagen. Und gerade für die, die noch nicht so viel Erfahrung mit Elektromobilität haben, muss der Rat sein, es auszuprobieren. Ihr müsst also euren Händler wirklich bitten, gebt mir das Fahrzeug für 2, für 3 Tage. Ich muss es einfach mal erleben, wie es ist. Und guckt euch auch ein Elektrofahrzeug, ein reines E-Fahrzeug im Vergleich dazu an, um einfach entscheiden zu können, welches Konzept, welche Art der E-Mobilität erlebe ich in dem einen und erlebe ich in dem anderen Fahrzeug. Natürlich muss dein Fahrprofil, ich habe es eben schon angesprochen, und auch dein Fahrstil muss irgendwie zu diesem Fahrzeug passen. Du musst diesen Willen mitbringen, das ist der nächste Punkt, elektrisch fahren zu wollen, aber eben vielleicht willst du keinen Tesla kaufen, vielleicht willst du keine Zoe fahren, vielleicht willst du dich nicht in einen Hyundai oder einen Kia setzen, vielleicht willst du dich eben in so einen BMW setzen und dann, damit das Ganze Sinn ergibt, musst du dann auch elektrisch fahren wollen und die Punkte, die ich eben genannt habe, einfach mal beachten. Das ist einfach so. Kommen wir nochmal kurz zurück zu dem BMW. Ich habe mir mal so ein paar Dinge hier aufgeschrieben, um euch mal so einen Blick zu geben, was kostet das eigentlich? Das wäre dann der Abschluss für heute. Also, ich habe so ein bisschen überschlagen, dass man im allerbesten Fall pro 100 Kilometer bis zu 10 Euro sparen kann. Wie ergibt sich das? Also, ich glaube, dass es möglich ist, mit diesem Fahrzeug im Jahresdurchschnitt auf etwa 18 Kilowattstunden zu kommen, vielleicht sogar weniger. 18 Kilowattstunden Verbrauch pro 100 Kilometer. Wenn du zu Hause einen sehr, sehr günstigen Autostromtarif nutzen kannst. Vielleicht hast du schon eine Wärmepumpe und kannst den Strom nutzen. Schaut mal die Videos zu dem Thema Autostromtarifen, die wir gemacht haben. Dann kriegst du deine Kilowattstunde vielleicht für irgendwo zwischen 20 und 22 Cent. Und das würde bedeuten, in dem Fall bist du mit 4 Euro pro 100 Kilometer unterwegs in so einem Auto. Das ist schon nicht schlecht. Ja? Das macht sich irgendwie gut. Wenn du einen normalen Haushaltsstrom nutzen kannst, da gibt es auch unterschiedliche Tarife, liegst du vielleicht bei um die 30 Cent, vielleicht ein bisschen weniger, dann musst du mit Kosten zwischen 5,20 Euro und 5,40 Euro pro 100 Kilometer rechnen, was für so ein Fahrzeug wie den BMW hier sicherlich auch ein super Wert ist. Und wenn du an die oder auf die öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen bist und lädst irgendwo bei Preisen zwischen 35 und 39 Cent pro Kilowattstunde, dann musst du mit ungefähr 7 Euro pro 100 Kilometer rechnen. So, wie sieht's aber auf der Benzinseite aus? Das ist ja dann, kommen wir ja zur Einsparung. Also so ein BMW 530, den wirst du irgendwo zwischen minimal 9 und vielleicht bis zu 11 Litern fahren. Korrigiert mich, schreibt's bitte in die Kommentare, wenn ihr deutlich geringere Verbräuche hinbekommt. Mit dem Hybridsystem hier würde ich mal sagen, dass 9 vielleicht denkbar ist. Hab's aber jetzt im Detail nicht ausprobiert. Das heißt, du wirst pro 100 Kilometer irgendwo zwischen 12 Euro und fast 15 Euro wahrscheinlich bei einem Spritpreis von 1,35 rechnen müssen. Das heißt also im allerbesten Fall, wenn du also so ein 11-Liter-Mensch bist in so einem Fahrzeug und hast dir jetzt so ein Plug-in-Hybrid gekauft und genießt das elektrische Fahren, hast den Willen dazu, dann kannst du hier tatsächlich bis zu 10 Euro pro 100 Kilometer sparen.
Das ist ein theoretischer Wert. Ob du den erreichst, hängt also von dir ab. Und das wäre jetzt das letzte Fazit. Nicht das Auto ist schlecht, nicht der Plug-in-Hybrid ist per se irgendwie schlecht, sondern das, was du daraus machst. Hauptsache, wenn du so ein Auto fährst, fahr viel elektrisch, damit kannst du am allermeisten CO2 sparen. Vielleicht bekommst du eines Tages dann Lust, voll elektrisch zu fahren. Vielleicht gibt's ja auch im Moment noch nicht das voll elektrische Fahrzeug von deinem Wunschhersteller, dass du sagst, ich mache erstmal diesen Zwischenschritt. Vielleicht überdenkst du auch den Vergleich zum Hybriden, Toyota zum Beispiel, wenn du vielleicht nicht herstelleraffin bist. Dann solltest du wirklich zusehen, dass du dieses Fahrzeug mindestens 50, wenn nicht sogar 60 oder bis 70% elektrisch fährst, um auch wirklich einen ökologischen und einen Kostenvorteil hinzubekommen. Denn so einen Hybriden von Toyota zum Beispiel, den kannst du auch mit 4 Litern fahren und brauchst nicht zu laden. Also brauchen nicht, soll nicht sein, dass es besser ist, sondern alles das, was ich vorher gesagt habe, fällt dann in dem Fall natürlich weg. Wenn du aber so ein Fahrzeug hier mit 60, 70 oder vielleicht sogar 80% elektrisch fährst, dann bist du da nochmal deutlich drunter und kannst die 95 Gramm in Richtung 80 oder sogar 70, 60 Gramm drücken und das ist dann schon ein ziemlich guter Wert. Ja, ich hoffe, dass dir das Video ein bisschen gefallen hat, dass es dir einen Einblick bekommen hat. Jeder sieht es anders. Konstruktive Kommentare sind herzlich willkommen. Und ansonsten vielen Dank fürs Zugucken. Euch alles Gute. Erstmal bis zum nächsten Mal. Julian sagt ciao. Übrigens ganz interessant, auch zu beobachten, dass das Auto ist im Moment noch eingesteckt, dass das Laden dann auch wieder beginnt, wenn man so ungefähr eine Minute im Auto gesessen hat und hat das Auto noch angeschlossen, dann fängt die Ladung wieder an. Sie wird also sofort unterbrochen, wenn man die Tür öffnet. Ob man das jetzt gut findet, weiß ich nicht, aber ist halt so.